hat voll keine Geduld für das. Selber drehen. Ja. Oh. Fick dich. Hast du zugenommen? Schon dort? Mhm. Neue Flyer. Ist geil, oder? Sehr geil. Das ist so von 2 bis 4. Ja, genau. Vor und nach, der kommt auch noch. Jeweils. Ja. Ja, aber logisch. Klar, Standard. Okay, ciao. Ja, alles klar. Gut, bei dir? Wen? Paul? Ja, wie immer. Die DJs sollen einfach am Anfang hierher kommen, sich vorstellen bei der Bar. Mhm. Und dann können sie noch ein Bubi gratis trinken. Hey. Hallo. Morgen Gesicht. Ja. Ist noch die Frage, wir haben so einen Stempel vorbereitet für den Abend. Ist das okay, wenn wir den brauchen? Bringt einfach gerade selber mit und können wir den brauchen. Hoi. Sorry. Auch ein Bier, bitte. Sehr gerne. Mindestkonsum ist 6000 Stutz. Ab dann machen wir 50-50. Genau. Und die DJs übernehmen ihr. Also, das mit den DJs haben wir gesagt, das geht auch auf euch. Ohne Scheiß, das haben wir so abgemacht, weil 6000 ist easy hoch. Und darum haben wir es das letzte Mal so abgemacht, dass die DJs auch auf euch gehen. Aber er ist auch ein Fetzer. Ich dachte, er ist der Typ aus dem Videoclip. Hä? Hey, aber du hast ihn ja schon gesehen. Wir sind ja zusammen an der Party. Voll. Ja, das ist verpeilt. Ja, du bist einfach wieder auf der Rösel gewesen. Ja. Und wieder rumschlecken. Opfer, Tommy. Hey, der Raffi kommt auch. Wirklich? Ohne Scheiß. Das ist geil. Das heisst, in dem Fall kommt es genial. Gehen wir rein, oder? Bier? Ja, ja, drauf. Wir auch. Ciao. Peti? Ciao. Hey. Den habe ich hier ja noch nie gesehen. Ja. Schön. Du bist in dem Fall wild, da? Ja, wir sind eigentlich jeden Mittwoch da. Okay. Merci. Was machst du denn so? Ja. Ich studiere Ethno. Du? Bist du immer noch an der Gehörlosenschule? Ja, voll. Das ist nice. Gut. Ich gehe mal rein. Okay. Bis nachher. Am Samstag ist ein Panademo am Helvetiaplatz. Für zahlbaren Wohnraum. Also, ein paar Zuschauer. Okay. Schau mal. Okay.
Rosi? Du willst das für einen romantischen Anfang? Wieso? Schon seit wann trinkst du Rosi? Ja, ein Kollege hat mir gesagt, dass er das mit seiner Freundin trinkt. Und das ist jetzt auch nicht gerade das Männlichste auf dieser Welt. Aber I never tried this one. Ja, hey, ich will euch stören. Easy. Mach jetzt gut. Tschüss. Danke. Ja. Das ist wirklich egal. Ja. Ich wusste, dass sich die Elfin Namen gibt. Hm? Ohne Scheiß. Die leben in so einer Kommune und jeder hat seinen eigenen Namen. Die Elfin hat Peter heißt. Großartig. Und nachher in diesen Kommunen vögelt auch jeder mit jedem. Ja, und? Was? Ja, was ist falsch dran? Ja, nein. Sex hat doch mit Liebe zu tun. Ja, aber wir können mehrere Menschen gleichzeitig lieben. Aha. Das weißt du, was ich meine? Du lebst eigentlich dann im Moment. Denkst du jetzt an eine Absicherung oder an eine Garantie? Oder an irgendeine vertraute Vorstellung für die Zukunft? Hast du mir viel? Manchmal ist der Tinnitus die Folge eines Lärm- oder Knalltraumas. Also wenn man zum Beispiel zu nahe an einem explodierenden Silvesterböller stand. Schwerhörigkeit kann ebenfalls zu Tinnitus führen. Die Ohrgeräusche treten dann meist in dem Frequenzbereich auf, in dem jemand schlecht hört. Auch eine Mittelohrentzündung kann einen Tinnitus auslösen, allerdings nur vorübergehend. Daneben gibt es
Also, seit einer Woche ist es einfach konstant. Und wenn ich mich versuche zu konzentrieren, dann wird es lauter. Wie ist, wenn es ruhig ist? Dann ist es am schlimmsten. Danach höre ich nur das Geräusch. Aufmerksamkeitsschwierigkeiten, seit sie nicht gehört. Beim Arbeiten? Also, einfach in der Nacht kann ich nicht schlafen. Hört sie das? Von hier? Und das dann nur? Ich schlage ihnen vor, dass sie in nächster Zeit noch nicht arbeiten können. Warum rauchst du denn? Schau. Ich hab dir etwas mitgenommen. Hast du noch einen gästelichen Platz für die Kollegin? Was? Einen gästelichen Platz für die Kollegin. Wie heißt sie? Nadine. Ah, ich kann nur schauen. Wäre nice. Hey. Hey. Ciao. Bonjour. Jawohl. Gefällt's dir? Ja, ist mega gut. Hat er gut gemacht. Wo bist du noch nicht gesehen? Ich habe überall gesucht. Ich musste schauen, da ein DJ hat auch gesehen. Der ist doch draußen. Nein, dort habe ich schon geschaut. Das ist nicht so. Ah. Sorry. Du fickst sie und weißt, wie sie aussieht. Siehst du sie nur im Club? Ja, und was ist da dran so geil? Keine Ahnung. Es passiert einfach genau in dem Moment. Es gibt kein Voran und vor allem gibt es auch kein Nachhinein. Also gibt es auch nie den geschissenen Moment, dass irgendwie dich später siehst und nachher müsstest du darüber reden. Es ist allein der Moment. Und ohne das romantische Zeug rundum. Es sehen sich auch beide. Dann beide Sex, jetzt und da. Also gibt es keine Frage mehr.
Alter, du hast sicher auf der Scheiße gekickt. Ja, ich. Er wollte mich nicht verlieben oder so. Ey, weißt du, das ganze Zeug mit irgendwie sich kennenlernen, umschnurren, am anderen will ich gefallen. Ich kann das einfach nicht. Weil die Leute haben immer das Gefühl, es müsste alles so hure deep sein, aber es ist ja nicht so, als wäre ich voll emotional fertiger Kind. Sex ist einfach Sex. Es ist Technik. Ohne irgendwie ein mystische Geheimnis dahinter. Es ist simpel und hure geil. Aber wenn du das Ganze so anonymisierst, dann fehlt dir doch irgendwie so eine Einzigartigkeit. Also dann, wenn es eben etwas anfängt zu bedeuten. Ja, die, wo ich bumse, ist einzigartig. Was schnurrst du? Du redest von Technik. Du wendest einfach immer die gleiche Technik bei verschiedenen Frauen an. Ja, und du wendest einfach immer die gleiche Technik bei den gleichen Frauen. Alter Mann, ich rede mit dir sicher nicht über meine Freundin. Ja, also Interesse. Ich habe einfach eine andere Definition von meinem Leben. Ich liebe und du fickst. Ich liebe ja auch. Einfach beim Ficken. Ich liebe alle Frauen, die ich putze. Sorry, was ist denn das für eine Definition von Liebe? Das ist einfach purer Egoismus, das ist gar nicht. Der Vögel ist da, der Vögel steht. Aber wenn zwei Menschen sich treffen, dann nachher ist es doch viel komplexer, oder? Ich meine, du triffst dich, nachher fängst du miteinander an schwätzen, nachher küsst du einander und dann schlafst du miteinander und dann wächst eine Geschichte raus. Aber es ist so falsch, wenn man keine Geschichte will. Können sich nicht einfach zwei erwachsene Menschen treffen, dann haben Spass haben. Es hat aber immer eine Geschichte. Und wenn du das nicht gehst, bist du einfach ein hoher Ego, sorry. Ich habe das einfach nie so erlebt, wie du das jetzt erzählst, okay? Ah ja? Und was war denn mit der Selin? Damals, als du so herzlich angefangen hast? Hey, hey, Presse mit der Selin, okay? Mit dem Scheiß, okay? Hey, was läuft mir neu, Mann? Ich kann nur sagen, dass es gerade viele verschiedene Frauen zu bumsen, ohne sie gerade zu heiraten. Und ihr denn du Huren behindert. Bring mir noch mal ein Bier. Vater genommen, als er am Sterben war. Sind das deine? Ja, voll. Doch, doch. Das ist meine. Für was nimmst du das? Das ist nur prophylaktisch. Für was prophylaktisch? Ja, weißt du, ich habe Tinnitus. Du hast einen Tinnitus? Ja. Seit wann hast du einen Tinnitus? Noch nicht so lange. Ja, und bist du beim Arzt gewesen? Mhm. Okay, was sagt er? Weißt du, mit dem Tinnitus ist nachher... Dann ist es nicht so einfach zu sagen, was es ist. Es kann ganz vieles sein. Es kann irgendwie physisch sein, Stromausfall, psychosomatisch. Aber das ist mir voll easy. Ja, kann ich dir irgendwie helfen? Willst du helfen? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Könntest du ja zu Rana gehen, zu meiner Tante? Für was? Sie ist Psychologin, du weißt es. Das ist mir fast schon gut. Hey. Ah, es ist alles gut. Tut mir leid. Was ist mit der Ziege? Oder was?
Scheiße, die haben wir nicht immer gekriegt. Okay. Wenn sicher ein Jahr lang voll auf die Seite da, um auf Thailand abhauen. Ich hatte einen blöden Arsch als Chef. Früher bist du noch richtig drunter gekommen. Ich war so wie du. Jeden Tag haben wir überlegt, dem Chef mit dem Rohreis über den Scherl zu hauen. Okay. Hey, ich habe die Lehre als Heizungsmonteur gemacht. Krüppel bis an Anschlag haben wir richtig verbraucht. Die hat immer gesagt, nicht mehr lange, dann sind wir weg. Ohne sie hätte ich das hier umgebracht. Lisa? Freddy hat ein Haus in Thailand. Er hat gesagt, kommt über uns. Nur zum mit der Lisa zusammen sein. Ja. Und? Was und? Ist in Thailand gewesen? Ja. Hey, nein, trotzdem. Sorry. Für mich ist es im Fall nicht easy. Was ist für dich nicht easy? Nein, vergiss es. Ich
Hey, hast du gewusst, dass es die besten Döner in Affolter gibt? Ja. Hm? Wer geht denn auf Affolter für den Döner? Gar nicht, Menschen. Hat sie scheint so ein Familienunternehmen. Und die hat jetzt einen neuen Laden in Oerlikon aufgetan. Und sie tun Trüffel in die Döner rein. Oh, wow. Ja, am Samstag ist das Konzert von Paolo. Gute Tag. Was ist denn? Nein, ist genug. Ich hab gemeint, du findest Pablo nur, wenn nicht so cool. Ja. So easy. Dann gehen wir rein. Ja, schon ein bisschen cool. Tell me that I'm breathing. Tell me that I'm not in a hurry. Not in a hurry. Tell me that I'm breathing. Tell me you can see it. Tell me something about myself that I don't know. Ich geh schnell vor. I lose touch, feeling strange with the unknown. Hey, später! Where's the cup? This cup helps me know where we are. I thought tonight we're not in a hurry. Here we go. Slow, 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 slow.
Heute hat der Chef in der Gemeinde, das sei Gott. Ich meine, ich checke ja schon, dass es um Cash geht, aber man kann ja gleich irgendwie normal mit den Leuten reden. Es ist ja nicht jeder voll auf den Kopf gefallen. Okay, ein paar vielleicht schon. Ich könnte eh nicht in so einem Job arbeiten. Vor allem bist du immer dreckig. Gut, das bist du sowieso. Fick dich. Nein, das stört mich nicht mal so. Ich fühle es sogar noch. Was findest du es geil? Ja. Man sieht, dass du geschafft hast. Und es kann dir auch völlig egal sein, weil du bist ja zahlt dafür. Und wenn du drauf schiessst, dann kommst du sogar noch schneller voran. Ja, die hohe Effizienz geht mehr auf den Sack. Sorry, wir haben jetzt meinen Energiestandard im Büro. Wenn einmal die Sonne scheint, lässt du die Scheiße stören. Aber. Und das Fenster darfst du auch nicht aufmachen. Ja, das heisst immer trockene Luft und keine Sonne. Hey, kommst du vor wie im Knast. Aber Alter, du schwitzt wenigstens nicht. Das glaubst du, wenn ich im Sommer 8 Stunden auf dem Bau arbeite und dann im Bus bin? Das ist nicht geil, Mann. Komm an, wir können wenigstens arbeiten. Ich wünschte, ich könnte nicht arbeiten. Hä? Was? Ja, ihr könnt arbeiten. Ich nicht, ich bin freigestellt. Hä? Wieso? Ein hoher Grinde. Ich höre so einen hohen hohen Ton im Kopf. Hä? Ich war schon beim Doktor und so. Er hat gesagt, es ist ein Tinnitus. Shit. Tja. Und was machst du dagegen? Ich habe so Tabletten. Hohre starke. Luisa hat gesagt, es sind die gleichen wie ihre Grosswetschka, kurz bevor sie gestorben ist. Okay, das heisst, du hörst jetzt immer etwas. Voll Scheiße. Und wir checken es nicht mehr. Ja, und beim Arbeiten? Hat es einfach freigegeben? Die Arztzeugnis. Chilling, hast du mir die Adresse von dem Arzt? Nein, sorry, Mann. Es ist voll Scheiße, es wird niemand. Ja, Bro, es sagst einfach, wenn wir etwas machen können. Was willst du machen? Sorry, schon easy. Fuck it. Schau mal, die voll die schönen Plakate. Ja, ich schau. Nein, schau jetzt schnell. Das ist mega cool. Schau, und Anna, das wäre eine Hure geil in deinem Wohnzimmer. Ja, das wäre jetzt natürlich schon schön. Ja, schau, da zum Vintage, die sind nice. Du immer mit dem alten Zeug. Ja, es ist einfach viel schöner. Ja, schau es dir mal an. Ha, das von Godard, das ist geil. Siehst du echt in diesen alten Filmen, die sind so anstrengend zum Schauen? Überhaupt nicht. Die behandeln einfach ein Thema wirklich so komplex wie sie ist und nicht so wie die neuen Filme, so oberflächlich. Zack, 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 zack. Hauptsache, du willst wieder alles anders. Was anders?
Easy, du musst ja kein Plakat kaufen. Das war nur ein Vorschlag. Hast du meine Ziggis noch nicht gesehen? Nein. Es ist eigentlich schlau, wenn du so viel rauchst. Was soll jetzt das? Bist du jetzt auch eine von denen, die irgendwie ewig leben will und dafür auf alles Lebenswert verzichtet, oder was? Hey, easy. Wir nehmen nicht das. Wir nehmen einfach in deiner Situation. Hey, was für eine Situation? Was ist los? Ich meine, es ist ja nicht böse. Cool, was? Ja. Liebst du mich? Mann, Peter, ich liebe dich. Wir lassen nicht alles kaputt machen von dem Hunger Tinnitus. Du machst alles. Du ziehst es immer so ab. Ich will einfach, dass es dir gut geht. Ja, vielleicht liegt genau dort das Problem. Du wolltest es einfach nicht aus mit mir sagen, oder? Was ist jetzt los? Sag, was ist jetzt los? Ich habe eigentlich gesagt, was los ist, oder? Ja, dann sag mir es noch einmal. Also, schau. In dieser Gesellschaft geht es einfach immer nur darum, dass man irgendwie möglichst alt wird oder mega gesund ist. Aber nicht darum, wie man wirklich leben will. Was hat das mit dem zu tun? Alles. Ohne viel, ich habe einfach keinen Bock mehr. Ich würde so gerne den alten Peter wieder wollen. Das Gefühl ich nicht. Aber da ist immer so ein Ton in meinem Kopf. Immer. Der alte Peter wird es nicht mehr. Bist du noch da? Nein, bin ich nicht. Du bist einfach durch wegen der Mädchens. Hey, du verstehst überhaupt nicht, was ich meine, oder? Du checkst es nicht. Ich weiß einfach nicht, ob ich noch Bock habe auf das alles. Was? Was bringt es, wenn ich so lebe? Das kommt alles wieder gut. Hey, Scheiß kommt wieder gut, Mann. Für dich vielleicht. Damit du wieder irgendwie deine tolle Beziehung hast oder das schöne Leben. Und für mich kommt da gar nicht mehr. Dein Mitleid brauche ich dafür nicht. Ach, welches Mitleid? Bei dir geht es einfach immer nur um dich. Dann nimmst du mich einfach überhaupt nicht ernst. Ich nehme dich ja ernst. Ich nehme dich ja ernst. Nein, du verstehst einfach nicht, dass da in meinem Kopf etwas kaputt ist. Und zwar für immer. Ich habe keinen Bock mehr, zum Opfer zu sein. Du bist doch kein Opfer. Natürlich bin ich ein Opfer. Ich bin ein Opfer von unserer Beziehung. Du auch. Du liebst mich eigentlich gar nicht. Aber ein kranker Mensch verlässt mich ja nicht. Das ist so melodramatisch. Look. Ich kann mich selber einfach nicht mehr lieben. Darum bin ich niemand anders.
Du kannst das vielleicht noch. Ich nicht mehr. Okay. Ich muss jetzt gehen. Gretzmann. Ein Dürüm und Bier. Dürüm und Bier. Mit Fladenbrot und mit Taschenbrot. Thank you.
Morgen. Ciao. Avi. Gern. Mit Milch. Schwarz? Ja. Merci. Sind Sie gestern? Der Büx? Und ist gut gsi. Easy. Nice Sound. Hallo. Ciao. Es läuft. Ja, so easy um Hause fahren. Ja, spiel dich mit, Pingpong. Nein, ich kann voll nicht. Come on. Sorry, hey, sorry, ich sehe dich nie. Ich weiß es anders mal gerne. Landolf. Ja, meldest dich wieder mal, wenn du Zeit hast. Cool. Oh. Ciao. Ciao. Balance. Was ist das eigentlich? Schaffst 8 Stunden am Tag und nachher musst du auch noch irgendwie erreichbar sein und dein Handy dabei haben und E-Mails beantworten? Darum sind es doch auch alle am Montag arbeiten.
Das ist nachher irgendwelchen Firmen. Und dann bietet es jeden Abend irgendwelche Yoga-Kurse an, um deine Work-Life-Balance wieder in ein super Gleichgewicht zu bringen. Aber wenn man eigentlich, wenn du überlegst, sagst du dir einfach, hey, weil dein Job ist verdammt verfickt und er macht dich voll fertig, aber machst du am Abend ein bisschen Yoga und dann stehst du am nächsten Tag wieder seidenfein auf der Matte. Und irgendwie ist es auch voll kolonialistisch. Also, das ist irgendwie ein Konzept, das gehört zu einem riesigen religiösen Überbau. Und dann pickst du so irgendwie so einen kleinen Teil davon raus, wo du findest, das finde ich noch nice für meinen Lifestyle gerade. Ah! Fuck yeah. Wir sind ja ohne Hässchen. Ja, voll geil. Ist nice, oder? Ja, dann mach doch! Ich weiß nicht. Oh. Was für Scheiße. Keine Chance. Noch nimmt der Pfefferspray für. Ich habe gesagt, ey, es geht nicht. Ich kann nicht zurückstehen. Er smilet, drückt ab. Voll krank. So, Tana, Mann. Das ist wie das Video von der alten Frau bei der Refugee Welcome. Ja, genau. Hast du gesehen auf YouTube? Es ist so... Oh, Mann. Hey, Chef, darf ich noch was? Es ist so sick. Hey, Peter. Hey. Ciao. Ciao. Na, alles klar? Voll, ja. Und selber? Ja, passt. Vom Bau, alles klar. Ja, voll, ja. Immer noch das gleiche Arschloch als Chef. Ja. Irgendein Arschloch brauchst du im Leben. Ist es so. Du, sorry, Kollege ist im Warten. Bis weiter. Hey, easy. Ciao. Ciao. Was geht? Übrigens, wir machen wieder eine Party das Wochenende. Können wir da, oder? Ich kann euch auf die Liste tun, kein Problem. Hey, mit checken mal. Kommt schon, oder? Wie viel? Geht's immer noch gleich, oder? Logisch, man. Octopus forever. Easy. Ciao. Hey, schönen zusammen. Ciao. 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 Was? Fuck you!
wieder schauen, denke ich. Hey. Ciao. Geht's? Voll easy. Schön. Du? Ja, voll. Alles gut? Ja. Was bist du am machen? Ja. Nein, nicht. Ich muss einkaufen. Ich muss essen bei mir daheim. Ja. Sorry. Cool, was rot, ja? Ja, ja. Ach, danke, Sarah. Das ist gut, so. Danke dir mal. Immer noch im Drehen, das auch. Ja, komm. Ja, ich muss fast dran. Danke. Hast du Bock zum neuen Rauch? Ja. Das ist komisch. Was? Jetzt sitzen wir einfach da. Jetzt im Tinnitus. Besser? Ja. Ich höre nur noch mega salz. Ist fast weg. Aber das freut mich, ehrlich. Was machst du so, jetzt? Warte noch, wie es schön sein. Er ist nicht heute die Party von deinem Octopus-Kollegen mit der Liste. Aha, Tentakel for Life. Wieso? Ja, gehen wir. Es ist überhaupt nicht in Sound. Ja, und ich will wieder mal feiern. Wieder mal. Nach vorgestern und am Wochenende. Ja. Hey, ich komme gemein, wir arbeiten heute am Konzept fürs Festival. Ja. Komm mal. Ja, aber ich will wieder mal feiern. Ja, aber diese Party ist ein hoher Scheiß. Es ist so oberflächliches Gedöns. Wer sieht geil aus, wer kennt wen, bla. Ja, aber ich habe gemeint, deine Kollegen sind auch dort. Ja, also Kollegen von früher. Das tut doch nicht so schwierig. Kommt, jetzt gehen wir den Tee, rufen die anderen noch an. Chillen sie vor uns, dann gehen wir rein, räumen eine Party auf und sehen vor allem geil aus dabei. Ey, wenn es dich so glücklich macht, können wir ja vielleicht nachher noch dorthin, aber zuerst schaffen wir es mal. Ist gut. Okay, abgemacht. Wow!
Hey, hä? Also ich bin ready. Er ist schon den ganzen Tag wie ein kleines Kind zum ersten Mal im Ausgang. Schnauze, Mann. Passt das? Oh ja. Ja, oh ja. Ciao, es läuft. Ich bin chillen. Ja, es läuft. Hast du irgendwas gekommen? Läuft. Ja, voll. Alles easy, ja. Hey, das ist Nadja. Ciao. Hast du über Party gestanden? Ah, nein. Ist ein besser. Was? Ja. Hast du Karin erzählt, wegen Tinnitus? Ah, ja, ist wieder weg. Gott sei Dank. Ja, und das ist einfach so gekommen. Ja, aber es ist auch einfach wieder gegangen. Wie passt das? Wo ich etwas speziell passt ist? Dir meistens nicht gefällst und du tanzt wie ein Pferd und du nur daneben stehst und dir oft überlegst, wie du gern wärst oder wer. Und wenn du merkst, dass dich niemand versteht, wenn du meinst, dass wenn du weinst und du flehst, sich niemand umdreht. Wenn du dann am Boden bist, weißt du, wo du hingehörst. Wenn du ganz alleine bist, weißt du, dass du es. Wenn du dann am Boden bist, weißt du, wo du hingehörst. Wenn du ganz alleine bist, weißt du, dass du es noch so lange sein wirst. Alles Gute wünsch ich dir mit dem Rücken zur Wand. Hältst du dir selber die Hand und gehst nachts durch die Welt, schreibst deinen Namen in den Sand. Wenn du dann am Boden bist, weißt du, wo du hingehörst. Wenn du ganz alleine bist, weißt du, dass du es. Wenn du dann am Boden bist, weißt du, wo du hingehörst. Wenn du ganz alleine bist, weißt du, dass du es noch so lange sein wirst. Alles Gute, du gehst am liebsten mit dir aus, gönnst dich mit dir am besten aus. Wenn du dich dann nachts berührst und du deine Nähe spürst, denn du weißt, wie es dir gefällt, so wie du es dir machst, macht es dir niemand auf der ganzen Welt. Manche meinen, das sei traurig, du sagst zu Recht, schau dich doch mal um, zeig mir einen, dem es besser geht als mir, besser geht als mir,
Wenn du dann am Boden bist, weißt du, wo du hingehörst. Wenn du ganz alleine bist, weißt du, dass du es. Wenn du dann am Boden bist, weißt du, wo du hingehörst. Wenn du ganz alleine bist, weißt du, dass du es noch so lange sein wirst.